Hallo alle zusammen. Heute Nachmittag wird Präsident Trump über die Rücknahme von Regelungen sprechen, die allen Amerikanern helfen sollen. Die Deregulierung ist eine der Prioritäten dieses Präsidenten. Der Präsident hat die katastrophale Deregulierung der Obama-Biden-Regierung rückgängig gemacht. Unter Präsident Trump wurden für jede neue Verordnung 7 Deregulierungsmaßnahmen ergriffen. Dies führte zur Einsparung bei den Regulierungskosten von ca. $50 Millionen. Es ist wichtig festzustellen, dass die Deregulierungsagenda die Kosten für jeden Amerikaner senkt. Die Kostensenkung kommt den Amerikanern mit niedrigen Einkommen zugute. Also wurden Maßnahmen ergriffen, um diese Vorschriften, die einkommensschwachen Gemeinden schaden, zurückzunehmen und sicherzustellen, dass Amerikaner mit niedrigerem Einkommen versorgt werden. Zum Beispiel wird die Deregulierungsagenda des Präsidenten das Haushaltseinkommen jährlich um $3.100 erhöhen. Dank der Rücknahme der CAF-Standards werden Familien Zugang zu billigeren Autos haben. Die Deregulierung des Gesundheitswesens wird den Patienten fast 10% der Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente ersparen. Die Gewinne für das amerikanische Volk werden mit einer neuen Regulierungsagenda verschwinden, weshalb Donald Trump seine historische Deregulierungstätigkeit fortsetzen wird. Wir haben gestern ermutigende Nachrichten über Impfstoffe gehört. Der Impfstoff von Moderna zeigt vielversprechende Ergebnisse. Der Impfstoff bewirkt eine positive, neutrale Immunantwort unter den 45 Teilnehmern der Studie. Dies ist vergleichbar mit dem, was wir bei genesenen Patienten sehen. Und unterm Strich sehen wir bisher genau das, was sie sich von einem Impfstoff erhoffen. Der Impfstoff Moderna wird voraussichtlich Ende Juli die Phase 3 erreichen mit 30.000 Teilnehmern. Der Regeneron-Vertrag, ein Vertrag über $450 Millionen für einen Antikörper-Cocktail. Dabei handelt es sich um eine biotechnologisch hergestellte Version von Reculus-Vaszenz-Plasma, eines der verschiedenen verfügbaren Therapeutika zur Behandlung von Covid. Es kann zur Prophylaxe und Behandlung eingesetzt werden. Bis zum Ende des Sommers, Anfang Herbst, kann man mit 70.000 bis 300.000 Dosen rechnen. Die Operation von VapSpeed geht also weiter und wir sehen weiterhin ermutigende Nachrichten an der Therapiefront. Und damit werde ich dann auch nur Ihre Fragen beantworten. Can be used for prophylaxis and treatment, and they say they could have up to 70 to 300,000 doses of vials of this by the end of the summer or early fall. So Operation Warp Speed continues. We continue to see encouraging news on the therapeutics front, and with that, I will take your questions. Jeff. Thank you, Kayleigh. Der Gouverneur von Maryland, Harry Logan, sagte heute, dass Präsident Trump die Staaten während dieser Pandemie sich selbst überlassen hat. Er beschuldigte den Präsidenten, nicht auf medizinische Experten zu hören. Das ist ein ziemlicher Schlag von einem republikanischen Gouverneur. Ja, wenn man seine Kommentare mit seinen früheren vergleicht, ist das schon auffällig. Das ist die Geschichte von Gouverneur Hogan. Und es steht im krassen Gegensatz zu dem, was er am 19. März sagte, als er die großartige Kommunikation des Präsidenten mit den Gouverneuren lobte. Am 19. März sagte er, danke, die Zusammenarbeit war sehr gut. Und das war mir bei der Lektüre des Op-Eds so aufgefallen, dass Gouverneur Hogan mit dieser Aussage am 18. April begann. In der Tat dankt er dem Präsidenten für die Fortschritte, die wir in den letzten Wochen bei der Koordinierung auf Bundes- und Staatsebene gesehen haben. Und er lobt die Tests. Er sagte dies im Hinblick auf die Bedürfnisse der Staaten, darunter Beatmungsgeräte und Testfähigkeiten. 24 Stunden vor dieser Aussage lobt er den Präsidenten der Vereinigten Staaten also noch. Und wie erklären Sie sich, dass Präsident Trump seinem Gegner sowohl auf nationaler Ebene als auch in kritischen Staaten mit zweistelligen Zahlen hinterherhinkt, wobei seine Handhabung der Rassenkonflikte und der Coronavirus-Reaktion mehrheitlich missbilligt wird? Das wäre eine Frage für die Wahlkampfumfragen, aber was ich sagen möchte ist, dass der Präsident in diesem Land große Zustimmung findet. Seine historische Covid-Antwort spricht für sich selbst. Die Bereitstellung von Beatmungsgeräten und Tests, die weltweit führende Rolle bei der Anzahl der von uns durchgeführten Tests, die 13 Impfstoffe, das Moderna-Beispiel von eben. Die Reaktionen des Präsidenten sind historisch, aber wenn es um Wahlumfragen geht, möchte ich Sie dorthin verweisen. Kayleigh, wir haben in dieser Woche eine Reihe von öffentlichen Veranstaltungen des Präsidenten erlebt, aber keine hat sich auf die Coronavirus-Tests konzentriert. Warum ist das so? Der Präsident befasst sich routinemäßig
routinemäßig mit dem Coronavirus. Sie werden in der kommenden Woche mehr darüber hören. Er arbeitet hart. Wir sprechen jeden Tag über Covid. Die Taskforce ist hart bei der Arbeit. Ich freue mich, dass Sie besonders nach Covid fragen, denn ich möchte nur einige Dinge erwähnen, die wir tun. Das Wichtigste ist, dass wir aber aktiv sind. Dr. Briggs reist nach Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia und South Carolina. Ich habe heute Morgen mit Dr. Briggs gesprochen. Sie ist heute in Georgia und reist morgen nach South Carolina. HHS hat 19 Teams im ganzen Land eingesetzt. Wir stellen fest, wo ein Covid-Zentrum entstehen könnte, und wir schicken Teams dorthin, die sich im Voraus darum kümmern. Wir sind also proaktiv. Dr. Briggs sendet routinemäßig Daten an die Gouverneure. 65.000 Ampullen Impfstoff gingen an 4 Staaten. Und wir vergrößern auch die Testgelände. Wir tun dies also jeden Tag. Wir sind sehr proaktiv. Kaylee, Sie werden mir mit Sicherheit zustimmen, dass dies die größte Herausforderung ist, der sich die Öffentlichkeit derzeit gegenüber sieht. Warum sehen wir sie nicht als die größte Priorität des Präsidenten an? Der Präsident konzentriert sich auf vieles. Er hat erst gestern eine große Pressekonferenz abgehalten im Oval Office über MS-13. Covid ist etwas, auf das wir uns auch konzentrieren. Es ist eine Top-Priorität in seiner Regierung. Deswegen haben wir die Taskforce. Darum hatte ich Ihnen gegenüber erwähnt, dass wir alle diese Schritte unternehmen. Aber es gibt noch andere Dinge, auf die sich der Präsident konzentrieren muss, nämlich demokratische Städte, die ihre Straßen nicht kontrollieren, wie die Bürgermeisterin von Chicago. Menschen, die jedes Wochenende auf der Straße ihre Stadt das Leben verlieren. Und Trump schickt ihr einen Brief, in dem es hieß, sie müssen ihre Stadt sichern. Der Präsident ist an der Operation Legend beteiligt, zu Ehren von Legend Taliaferro, einem jungen Mann, der sein Leben verloren hat. Er schickte Bundeshilfen nach St. Louis. Der Präsident konzentriert sich auch auf MS-13, die zwei junge Mädchen töteten. Und er hat ihren Mörder zur Rechenschaft gezogen. Der Präsident konzentriert sich aber ebenso auch auf Covid. Und das hat oberste Priorität. Er konzentriert sich auf die Gewalt auf den Straßen. Er tut viele Dinge auf einmal. Und das ist wirklich das Großartige an der Trump-Administration. Wann hat er das letzte Mal an einem Briefing der Taskforce teilgenommen? Der Präsident wird jeden Tag über das Coronavirus informiert. Stimmt das Weiße Haus, dass es nicht hilfreich ist, wenn Menschen 7 Tage oder länger warten müssen, bis sie ihre Ergebnisse erhalten? Was wird das Weiße Haus tun, um diese Wartezeiten zu verkürzen? Wir haben mehr Tests durchgeführt als jedes andere Land auf der Welt. Daran gibt es keinen Zweifel. 42 Millionen Tests. Das Land mit der nächsthöchsten Zahl ist Indien mit 12 Millionen. Es gibt verschiedene Arten von Tests in diesem Land. Einige brauchen länger zur Bearbeitung als andere. Aber wir haben die Staaten mit Tests überschwemmt und wir ermutigen sie, diese nach Kräften zu nutzen und diese Tests so schnell wie möglich abzuwickeln. Es geht nicht nur um die Quantität der Tests, sondern es geht auch um die Qualität der Tests. Denn viele Gesundheitsexperten sind besorgt, dass Menschen, die 7 Tage oder länger warten müssen und unterwegs sind, somit unwissentlich die Krankheit verbreiten. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es verschiedene Arten von Tests. Es gibt einen Abbott-Schnelltest. Es gibt andere Tests, die länger dauern. Dr. Briggs und Admiral Giroir sind ständig unterwegs und beraten über Tests, wie man diese Tests auch durchführen kann. Letztendlich können wir den Staaten das Material zur Verfügung stellen, aber sie müssen es einsetzen und sie müssen es so schnell wie möglich zu Ergebnissen bringen. Und Admiral Giroir teilte mir mit, dass wir in Amerika 552 Standorte in 48 Bundesstaaten und im District of Columbia haben. 65% dieser Standorte befinden sich in Bezirken mit mittlerer bis hoher sozialer Verwundbarkeit. Und 201 weitere Standorte werden diese Woche in Betrieb genommen. Und das zusätzlich zu den 1300 föderal qualifizierten Gesundheitszentren, die ebenfalls Tests durchführen. In einem Interview mit CBS sagte der Präsident Trump, es werden mehr Weiße getötet, als Antwort auf die Frage, warum immer noch Schwarze von Polizeibeamten getötet werden. Aber gemessen an der Bevölkerungsanteil ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schwarze bei einer Begegnung mit der Polizei sterben, etwa 3-mal so hoch wie bei Weißen. Wenn der Präsident das nicht einmal anerkennen will, wie kann er das Problem lösen? Der Präsident hat die Schwere des Falls von George Floyd erkannt und sein Herz ist immer noch bei seiner Familie. Er sagt nun, dass wenn man sich die unbewaffneten Morde durch die Polizei ansieht, gab es 9 unbewaffnete Schwarze, die erschossen wurden und 19 unbewaffnete Weiße. Das sind weniger als 38 bzw. 32 im Jahr 2015. Diese Zahlen sind also seit der Obama-Regierung tatsächlich erst zurückgegangen. Schwarze Männer und Frauen, die ermordet werden, sterben bei einer 8-mal höheren Wahrscheinlichkeit an Mord als Weiße und Hispanic.
Hispanics zusammen. Das ist eine kombinierte Zahl. Ich habe den Namen dieser Kinder aufgelistet, die im ganzen Land gestorben sind. Das ist inakzeptabel. Unter diesem Präsidenten werden Maßnahmen ergriffen. Und die Bürgermeisterin von Chicago sollte die Bundesbehörden um Hilfe bitten, weil sie ihre Sicherung ihrer Straßen einen sehr, sehr schlechten Job macht. Ich sprach aber von Menschen, die durch die Hand von Polizeibeamten starben. Ja, erwägt der Präsident denn ein Einreiseverbot für Mitglieder der Kommunistischen Partei in den USA? Und ist er besorgt über eine mögliche Eskalation mit China? Is the president considering travel bans for members of the Communist Party to enter the U.S.? And is he concerned about escalation of tensions with China? Ich habe keine Ankündigung dazu, aber seien Sie versichert, dass wir alle Optionen in Bezug auf China in Betracht ziehen. Hat er irgendwelche Optionen ausgeschlossen? Er hat nichts ausgeschlossen. Hat das Weiße Haus eine Reaktion auf das Hacken von Twitter gestern Abend? Es gibt allgemeine Bedenken angesichts der Hackerangriffe. Will der Präsident seine Meinungen und auch offizielle politische Äußerungen dort weiterhin veröffentlichen, trotz der Hackerangriffe? Ich habe mit Dan Scavino gesprochen und Dan war in den letzten 18 Stunden in ständigem Kontakt mit Twitter, um den Twitter-Feed des Präsidenten zu sichern. Der Präsident wird auf Twitter bleiben. Sein Konto ist sicher und wurde während der Angriffe auch nicht gefährdet. Wollen Sie sagen, dass der Präsident Daten hatte, um seine Behauptung zu untermauern, dass mehr Weiße von Polizeibeamten getötet werden als Schwarze? Ja, und ich habe Ihnen diese Daten bereits vorgelesen. Sie können sich die Fakten in der Washington Post ansehen. Zwei kurze Fragen. Erstens, der Kongressabgeordnete Stevie Watkins aus Kansas wurde in einem Fall von Wahlbetrug angeklagt. Offensichtlich hat der Präsident 2018 mit ihm Wahlkampf gemacht und er hat wiederholt seine Besorgnis über Wahlbetrug zum Ausdruck gebracht. Gibt es eine Reaktion darauf? Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Er hat Bedenken wegen Wahlbetrugs. Es gibt noch mehr Informationen über Wahlbetrug, wenn man per Post abstimmt. Im Jahr 2016 wurden, wie der Präsident feststellte, landesweit etwa 1% der Briefwahlzettel der Abwesenden weggeworfen. Und in diesem Jahr konnte dieser Anteil noch viel höher sein, da viele Menschen das erste Mal per Post abstimmen. Das ist der Mangel bei Briefwahl. Aber darüber hinaus haben wir eine Reihe von Berichten aus New Jersey gesehen, in denen ein Fahrzeug der US Post gefunden wurde, das möglicherweise Postwahlscheine transportierte und das wurde in Brand gesteckt. Auch in New Jersey Star Ledger erhielten 500 bis 700 Republikaner Stimmzettel mit allen Kandidaten der demokratischen Seite. Es handelte sich um irrtümliche Briefwahlzettel, die für ungültig erklärt und dann neu ausgegeben worden mussten. Und die Kandidaten auf diesem Stimmzettel waren alle Demokraten, also von Joe Biden alle. Aber es sollte republikanische Wahlzettel sein. Als der Präsident die Entscheidung traf, die Nationalversammlung der Republikaner von Charlotte nach Florida zu verlegen, sagte er, dass dies darauf zurückzuführen sei, dass der Governor von North Carolina in einer schlechten Stimmung sei, weil er kein Hallenstadion voll auslasten wolle. Er sagte, dass alle Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung es sein würde, die der Kongress mit sich bringen würde. Also all das Geld, all die Zeit, all die Kosten für Arbeitsplätze und wirtschaftliche Entwicklung für nichts, da die Konvention nach Florida verlegt wurde. Was hat der Präsident dazu zu sagen? Der Präsident liebt die Menschen in North Carolina. Der Präsident wollte seinen Kongress drinnen abhalten. Deshalb wurde er nach Jacksonville verlegt. Und für alles Weitere verweise ich Sie an die RNC. Yes. Thank you, Kaylee. The president has talked about an executive order on immigration coming soon. He's also talked about protections for DACA recipients. Der Präsident hat davon gesprochen, dass demnächst eine Verordnung zur Einwanderung erlassen wird. Er hat auch über den Schutz von DACA-Empfängern gesprochen. Es war jedoch unklar, dass diese Schutzmaßnahmen den Weg zur Staatsbürgerschaft in der Verordnung aufgenommen werden sollten. Wird der Weg zur Staatsbürgerschaft für DACA-Empfänger Teil dieser Verordnung sein? Der Präsident kündigte eine Verfügung an der er arbeitet, um sich ein leistungsorientiertes Einwanderungssystem einzuführen.
Aber der Präsident hat schon seit langem gesagt, dass er nach einer Lösung für DACA sucht und mit dem Kongress zusammenarbeiten wird, um eine Lösung zu finden, die die Staatsbürgerschaft zusammen mit starken Grenzschutzmaßnahmen und dauerhaften Reformen einschließen könnte. Das ist etwas, woran er mit dem Kongress derzeit zusammenarbeitet. Zu den Schulen. Der Vizepräsident sprach über einige der neuen Richtlinien von der CDC, die diese Woche herauskommen. Ist es immer noch der Plan? Wird diese Woche etwas veröffentlicht? Das sind CDC-Richtlinien, auf die Sie sich beziehen. Also überlasse ich es der CDC, wann diese Richtlinien herauskommen. Aber wir würden es wirklich gerne sehen, wenn die Schulen geöffnet werden würden. Wie bereits deutlich wurde, sind wir der Meinung, dass unsere Kinder nicht zu Hause eingesperrt werden sollten, wenn es für sie absolut sicher ist, zur Schule zu gehen, wie viele medizinische Experten betont haben. Da ist der Präsident sehr interessiert daran, dass die Schulen wieder geöffnet werden. Das ist das Einzige, was Amerikas Kindern fair gegenüber ist. Zwei kurze Fragen an Sie. Am Mittwoch sagte der CDC-Direktor, ich zitiere, wenn wir alle jetzt für die nächsten 4 bis 6 Wochen eine Maske tragen würden, könnten wir dieser Epidemie in die Tiefe treiben. Admiral Giroir hat sich dazu nämlich geäußert. Der CDC-Direktor nannte es unser, und ich zitiere, die wichtigste Verteidigung. Ich frage mich, ob der Präsident zu irgendeinem Zeitpunkt eine landesweite Maskenpflicht in Erwägung ziehen würde. Der Präsident hat gesagt, dass er eine Maske tragen würde, wenn er an einem Ort ist, an dem er sich nicht angemessen sozial distanzieren könnte. Er trug am Wochenende eine Maske, als er das Krankenhaus besuchte. Er hat gezeigt, dass er eine Maske trägt. Wir überlassen es den örtlichen Behörden, die Entscheidung bezüglich der Masken zu treffen. Und die Richtlinien der CDC sind auch heute noch die gleichen, empfohlen, aber nicht erforderlich. Sie sagten vorhin, dass der Präsident sehr besorgt über lokale Beamte ist, die keine Maßnahmen gegen die Todesfälle in ihren Städten ergreifen. Sie sagten auch, er sei entsetzt darüber, was mit George Floyd geschehen ist. Im März wurde eine 26-jährige Frau namens Breonna Taylor getötet, als sie in ihrem Haus schlief. Die drei an diesem Fall beteiligten Beamten in Kentucky sind weder verhaftet worden noch entlassen worden. Überwacht der Präsident diesen Fall und möchte er, dass Breonna Taylor Gerechtigkeit widerfährt? Ich werde mich dazu nicht weiter äußern, außer dass ich Sie an das Justizministerium verweisen möchte, das, wenn nötig, Bundesmaßnahmen ergreift, wenn die Fakten dies auch rechtfertigen. Eine weitere Frage zu China. Präsident Trump ist der einzige US-Präsident, der sich stark gegen China stellt. Was für Länder wie Indien ein großer Trost ist, hat er diesbezüglich eine Botschaft direkt an China? Ich habe Ihre Frage vorhin gesehen und ich habe sie mit dem Präsidenten besprochen und er sagte, ich liebe das indische Volk und ich liebe das chinesische Volk. Und ich möchte alles tun, um den Frieden der beiden Völker oder für beide Völker zu erhalten. Ich danke Ihnen. Yes, a question that flows from two events that we saw recently that we wouldn't have seen at previous White Houses. The first was the campaign meeting in the cabinet room last month. Die Wahlkampfsitzung im Kabinettsraum im vergangenen Monat und dann die politische Rede im Rosengarten diese Woche. Können Sie über Ihr Verständnis sprechen, was die Politik des Weißen Hauses über Politik im Weißen Haus ist? Gibt es einen Ort im Weißen Haus, wo Ihrer Meinung nach Politik unangebracht ist? Wo ziehen Sie die Grenze? Wir handeln in Übereinstimmung mit dem Hatch Act. Es ist allgemein bekannt, dass der Präsident und der Vizepräsident nicht dem Hatch-Gesetz unterliegen. Es besagt, dass es für Angestellte der Exekutive gilt, was als Angestellter definiert ist. Das heißt, jede Person mit Ausnahme des Präsidenten und des Vizepräsidenten ist von dem Act betroffen. Seine Rede im Rosengarten war also gänzlich angemessen. Das ist nicht meine Frage. Der Hatch Act hat damit nichts zu tun. Was? Es hat alles damit zu tun. Lesen Sie den Hatch Act. Es ist genau das, was Sie behaupten, was für den Präsidenten problematisch ist. Was Ihr wirkliches Problem war, war die Tatsache, dass der Präsident eine sehr gute, kraftvolle Rede aus dem Rosengarten hielt. Sie sprachen vorhin davon, dass Schulbezirke zumindest in Virginia beschlossen haben, nur noch online zu agieren. Was denkt der Präsident? Was sagt er zu den Eltern? Okay, was soll ich jetzt mit meinem Kind machen, die sich das fragen? Wissen Sie, der Präsident hat unmissverständlich gesagt, dass er möchte, dass Schulen geöffnet werden. Wenn er offen sagt, dann meint er vollständig offen. Die Kinder sollen also jeden einzelnen Tag ihre Schule besuchen können. Die Wissenschaft sollte dem nicht im Wege stehen. Und wie Dr. Scott Atlas sagte, natürlich können wir es tun. Alle anderen in der westlichen
westlichen Welt tun es. Wir sind hier die Außenseiter. Die Wissenschaft ist sich darüber im Klaren. Wenn man sich zum Beispiel die JAMA Pediatrics Studie von 46 Krankenhäusern in Nordamerika ansieht, die besagt, dass das Risiko einer kritischen Erkrankung durch Covid für Kinder weitaus geringer ist als an der saisonalen Grippe. Die Wissenschaft ist hier auf unserer Seite und wir ermutigen die Kommunen und Bundesstaaten, einfach nur die Wissen der Wissenschaft zu folgen und unsere Schulen zu eröffnen. Es gibt Berichte über Missbrauch, es gibt Depressionen, die nicht angesprochen werden, Selbstmordgedanken, wenn Schüler nicht in der Schule sind. Unsere Schulen sind extrem wichtig, sie sind unverzichtbar und wir müssen sie wieder öffnen. Die USA und Kanada und das Vereinigte Königreich beschuldigten heute Russland, die Coronavirus-Forschung, die Impfstoffforschung hacken zu wollen. Ich frage mich, ob der Präsident darauf eine Antwort an Russland hat. Es wurde heute früh bekannt gegeben, dass wir sehr eng mit unseren Verbündeten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir Maßnahmen ergreifen, um diese Informationen sicher zu verwahren. Und das tun wir auch weiterhin. Und wir sind uns unserer Aktivitäten sehr bewusst. Der Datenverkehr, der sich jetzt direkt von der CDC zur HSH geht, gab es, nachdem wir verstanden hatten, dass das HHS Zugang zu Echtzeitdaten benötigt, auch irgendwelche Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit, Datenmanipulation durch die CDC zu erfahren? Es gab einige Berichte aus Florida, dass die Berichte der mittleren Ebene der CDC nicht unbedingt korrekt seien. Und so war es auch. Hatte es irgendeine Auswirkung auf die Entscheidung, Daten direkt an die HHS zu senden? Nein, ich habe heute ausgiebig mit Dr. Briggs und dem Sekretär Azar und mit Dr. Redfield gesprochen. Die Absicht dahinter ist, wir müssen sicherstellen, dass es tägliche Daten gibt über unsere Aktionen mit Remdesivir und der Identifizierung von Hotspots begleitend zur Verfügung gestellt werden. Ich möchte darauf hinweisen, dass es zwei Methoden zur Datenerhebung gibt. Die eine ist aus der nationalen Healthcare Safety Network und dies ist ein CDC-System. Hier melden die Krankenhäuser freiwillig ihre Daten und etwa 81% der Krankenhäuser haben ihre Daten gemeldet. Wir brauchen aber 100% der Krankenhäuser, die Daten melden, weil es entscheidend ist, dass Dr. Briggs und andere die täglichen Einweisungen, die Nutzungen der Intensivstationen und die PPE-Zahlen erhalten. Wir haben noch eine zweite Methode, diese Daten zu verfolgen, und zwar die Teletracker-Datenbank, und das ist ein HHS-System. Und dieses System wurde ursprünglich für die Finanzierung von Hilfsleistungen eingesetzt, und wir baten die Krankenhäuser, uns über die Covid-Einweisungen zu informieren, damit wir mögliche Hotspots identifizieren konnten. Und wie sich herausstellte, waren diese Daten am Ende vollständiger und mit aktuelleren Informationen versehen. Die Sicherstellung, dass die Krankenhäuser Bericht erstatten, war der Grund dafür, dass das HHS diese Übertragung über dieser Übergang vollzogen wurde. Es ist wichtig, vor allem bei der Verteilung von Remdesivir. Und so, ensuring that hospitals are reporting into this system, where we're getting more complete data, was the reason that HHS has had this transition, where they've asked hospitals to transition reporting to the teletracker system. It's important, especially with Remdesivir distribution, that we know exactly where the needs are so we can surge them. So this still have access to this data. Yes, that's right. So I did confirm that with Dr. Redfield that this is completely open source data. Und die CDC wird weiterhin auch Zugang zu diesen Daten haben. We insist that they use it. And no one, and Dr. Redfield confirmed this, no one is taking access or data away from the CDC. And that data is routinely. Ja, das ist richtig. Dr. Redfield hat bestätigt, dass es sich hierbei um vollständige offene Daten handelt, die der CDC zur Verfügung stehen. Niemand nimmt der CDC den Zugang zu den Daten weg. Und diese Daten sollten routinemäßig veröffentlicht werden, damit das amerikanische Volk vollständig informiert ist. Es gab einige Beschwerden, dass die CDC Daten verwendet hat, um ihr öffentliches Modell, auf das sich das Weiße Haus zum Teil verlassen hat, zu veröffentlichen und dass diese Dashboards jetzt entfernt wurden. Ich frage mich also, ob die Verwaltung sich dazu verpflichten würde, die breitere Datenbank der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die CDC-Datenbank ist eine öffentliche Datenbank. Sie wird auch weiterhin öffentlich sein. Hier geht es darum, mehr Daten herauszubringen und insbesondere sicherzustellen, dass unsere Ärzte diese täglichen Daten erhalten. Und eine Sache, die ich hervorheben möchte, ist, dass wir mehr als 42 Millionen Tests durchgeführt haben. Bei den Tests sind wir weltweit führend, auch noch vor Indien. Der Präsident hat gestern erwähnt, deshalb möchte ich jetzt nur noch eine zusätzliche Information herausgeben. Tatsächlich berichtete CBS,
Kongress, dass im Jahr 2009 unter Obama Biden, Zitat, die CDC den Staaten abrupt geraten hat, die Tests auf die H1N1-Grippe einzustellen und keine Einzelfälle mehr zu zählen. Während Trump die Tests sprunghaft anstiegen ließ, wurden sie unter Obama ganz eingestellt. Und Ron Klein, der frühere Staatschef von Vizepräsident Biden, sagte es, es sei reiner Zufall, dass H1N1 nicht zu den großen Ereignissen mit Massenverlusten in der amerikanischen Geschichte gehörte. Hat nichts damit zu tun, dass wir irgendetwas richtig gemacht haben. Das ist der Stabschef des ehemaligen Vizepräsidenten Biden. Er hatte also nur mit Glück zu tun. Im Gegensatz dazu war dieser Präsident weltweit führend bei den Tests, weltweit führend bei den Beatmungsgeräten, der Umverteilung von Beatmungsgeräten, 13 Impfstoffen, wobei einer geht jetzt in die dritte Phase der klinischen Prüfung. Diese Aktionen waren außergewöhnlich und historisch. Wir haben die Tests nicht unterbrochen, sondern die Regierung Obama-Biden. Und das war eine beschämende Entscheidung, wenn Sie mich fragen. Ich danke Ihnen.